Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Ja, während ich mal wieder nach dem Wetter von morgen schaue, schauen wir gleich mal, wie weit unser Silo ist. Oh, morgen wird es regnen. Es wird regnen. Das ist schön. Morgen müssen wir nicht gießen. Großartig. Dann haben wir hier... Ja, Rerun, das haben wir schon gelesen. Omelette kennen wir. Okay, gut. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Eisen. Die haben wir letzte Nacht noch reingelegt ins Feuer. So. Heute werden wir diese zwei Sachen ins Community Center bringen. Die müssen wir nämlich da abgeben. Und ansonsten werden wir ja erstmal rausgehen. Das nervt mich, dass diese Toolbar manchmal oben, manchmal unten ist. So, hier dieses. Wenn, je nachdem, wo die... Das ist sowas von bescheuert. So, ist irgendwas fertig? Nö, gar nichts. Das ist ja fast langweilig. Großartig, dass ich heute gießen darf. Naja. Dann gießen wir mal fleißig. Und je nachdem, ob unser Silo fertig ist oder nicht, werden wir heute wahrscheinlich nochmal einen Ausflug in die Mine machen. Denn so, ich denke, dass wir nur noch... Ja, 15 Stufen vom Boden entfernt sind. Und das muss ja irgendwie machbar sein. So. Ich finde gerade die Musik sehr faszinierend. Okay. Hält die Gießkanne irgendwie plötzlich doch mehr aus? So viel? Also anscheinend, das Upgrade hat es anscheinend so weit gebracht, dass mehr in die Gießkanne reinpasst. Mir jetzt aber nicht wirklich was bringt. Weil ich eigentlich dachte, sie gießt mehrere Felder auf einmal. Naja. Gut. Immerhin kann ich einmal alles gießen. Das ist ja auch schon mal was wert. So. Dann können wir heute nichts mehr. Guck mal, unser Silo. Oh, unser Silo ist fertig. Cool. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann ist erstmal hier das wieder fertig. Und wir können da nochmal eins reinlegen. So, perfekt. Dann können wir jetzt hier unsere Sense nehmen und das werden wir jetzt ausprobieren. Also, unser Silo ist dafür da, dass wir Heu speichern können. Wenn ich da jetzt vorne draufklicke, passiert dann irgendwas. Pieces of Hay, 0. So, ist eher nicht so schön. Aber ich kann jetzt hier anfangen und Heu hacken, sozusagen. Ist das nicht toll? Und dieses Heu, was wir jetzt einsammeln, also unten kriegt ihr gerade so ein bisschen mitgezählt, wie viel Heu wir gerade eingesammelt haben. Das wandert direkt in das Silo rein. Genau. Also das müssen wir jetzt nicht extra reinlegen, sondern das wandert direkt rein. Und wenn wir jetzt gleich nochmal draufklicken würden, dann wird es uns jetzt angezeigt bekommen, ja, du hast jetzt 40 von diesen Dingern da. Das heißt, dieses Heu ist schon wichtig. Also dass man das nicht umsonst irgendwie abreißt und dass man auch später genügend Fläche auf der Farm lässt, dass man immer Heu hat, dass man abernten kann sozusagen. Ich weiß natürlich nicht den Verbrauch, ja, wenn wir irgendwann mal einen Chicken Coop haben, also ein Chicken Gehege. Ich weiß nicht, was das, wie viel Heu das frisst, ja. Ich meine, ihr seht, wir haben jetzt hier schon relativ viel Heu abgesenzt. Aber insgesamt ist ja auf unserer Farm noch ein bisschen mehr Heu zu sehen. Zum Beispiel auch hier. Das mache ich mal weg. Sieht zwar schön aus, aber ich glaube 240 war im Silo Platz, oder? Ist natürlich auch die nächste Frage, wie viel kann ich mehrere Silos bauen? Ist Silos überhaupt ein richtiger Begriff? Ist das ein Plural? Silos? Ein Silo? Zwei Silo? Silos? Ich weiß es nicht. So, da ist noch ein Weg. Auch sehr interessant. Ach ja, da doch, damit habe ich die Mitte markiert. Glaube ich. So ein bisschen Fiber sammeln wir dabei auch ein. Sehr schön. Gut, und dann machen wir das hier unten noch schnell. Ein bisschen. Und dann haben wir es eigentlich schon. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, denn dann mache ich jetzt genau das, was ich machen wollte, wenn das Silo fertig ist. Und zusätzlich haben wir immer noch genügend Zeit für andere Ausflüge. So, hier nochmal in die andere Richtung. 240, glaube ich, war Platz drin. Und damit haben wir das
genau in diesem Moment erreicht. Das würde jetzt nichts bringen, wenn wir jetzt weitermachen würden. Und wenn ich jetzt hier oben auf das Silo klicke, dann kriegen wir gesagt 240 von 240. Sehr gut. Das ist genau das, was wir wollten. Dann haue ich das Fiber schnell hier rein. Ich bin jetzt nur am Überlegen. Also wir gehen jetzt auf alle Fälle relativ rasch. Das mache ich mal weg, weil das nervt mich so. Relativ rasch Richtung Mine. Das wird jetzt ein anstrengender Tag. Bevor wir zur Mine gehen, müssen wir nochmal unsere Energie aufladen. Das machen wir über das Spa. Und dann kommen wir hoffentlich 5 weitere Level weiter runter. Oh, Kupfer. Kupfer, das waren Kupferwürmer oder irgendwie sowas. Ne? Großartig. Sensationell. Aber das Heu wächst wohl leider nur bei uns. Ist die Frage, kann ich dieses Heu irgendwie, also diese hohen Gräser, ja, nicht Heu, kann ich diese hohen Gräser irgendwie anpflanzen? Das wäre gut zu wissen. Irgendwie. So, es ist 1 Uhr, also den halben Tag können wir noch in der Mine verbringen. Hey, wir haben unser erstes Extend, unsere erste Erweiterung gebaut. Ist das nicht toll? Das finde ich schön. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nächste, was wir machen werden, das Chicken Coop ist. Hauptsächlich deshalb, weil es ein Quest ist. Aber, mei. Muss ich mir noch überlegen, wo ich den hinbaue. Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht für Gebäude. Na, ja, das kriegen wir schon hin. Beim letzten Mal ist er hier ein Zug lang gefahren, ne? Wenn ihr euch noch dran erinnert. Finde ich auch sehr spannend, was da noch passieren wird. So, es ist schon relativ spät. Aber dafür haben wir uns jetzt auch den Weg gespart runter zum Strand. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd ist. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier maximal auf Level 70 runterkommen. Und dementsprechend, ach du liebe Güte, sind hier viele Viecher mal wieder. Dementsprechend vermute ich, dass es gar nicht mehr... Ja, idealerweise, dass wir nur noch dreimal uns nach unten buddeln müssen. Aber es wird schon schwieriger, also... Oh, das ging schnell. Diese dämlichen Sprungslines hier, das ist der Wahnsinn. Weg. Ich will natürlich noch gucken, ob hier irgendwas ist. Ja. Da ist nichts, den lasse ich. Habe ich gerade nicht den Nerv, da ist auch nichts. Dann können wir direkt runtergehen. Großartig. So. Nächste Ebene. Oh, da ist wieder Eisen, das ist super. Und diese kleinen... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Eisen, ne? Das war ja nicht so toll. Nicht so ergiebig, sagen wir so. So, da haben wir ein bisschen Quarz. Da hinten ist gar nichts. Immerhin ein Level mit nicht so vielen Viechern. Das wird auch schon mal was werden, ne? Das ist wieder so eine Frozen Geode. Jetzt haben wir natürlich noch gar keinen Ausflug zum Community Center gemacht. So, und jetzt buddeln wir und suchen einen Abgang. Das ist eigentlich immer das Unspannendste an der ganzen Sache. Da finde ich es tatsächlich spannender, wenn man eine Ebene hat. Ah, sehr gut. Wenn man eine Ebene hat und einfach alle Viecher töten muss, damit die Leiter nach unten erscheint. Was zwar irgendwie inhaltlich keinen Sinn macht, aber... Moin. So, da sind die Dinger wieder. Es gibt auch keinen Tooltip mehr. Schade. So, die Kohle. Oh, Hardwood. Hardwood ist super. Findet man ja nicht so oft. Ist da unten irgendwas Spannendes? Omnigeode. Okay. Was auch immer das sein soll. Aber ich bring's bestimmt zum Blacksmith. Ein Topaz haben wir wieder gefunden. Okay. 5 Uhr ist es. Wir haben noch 3 Level vor uns. Aber da ist ja auch schon der Abgang sichtbar. Super. Winterroot haben wir gefunden. Was die Viecher so alles droppen? Was ist das denn da schon wieder?
Amethyst? Ja, ein Amethyst, okay. Großartig. Eisen, ansonsten nichts. Großartig, dann können wir gleich wieder eins runtergehen. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den da. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas ausmacht. Das ist doch mal eine Eisenader hier, oder? Coole Sache. Da ist ein Geist. Oh. Das ist ja fies, wenn der Geist mich trifft, dann ist er... Dann portet der sich weg. Das ist ja fies. Böser Geist. Böser Slime. Böser Geist. Oh, jetzt ist er tot. Schade. Oh, der ist flink. Dwarf Scroll. Okay. Ich mache erstmal das Eisen hier weg. Muss die ja erstmal vom Eisen befreien. Da sind Kisten. Mal kaputt. Da war auch Eisen drin. Ich bin echt gespannt, wann wir mal auf Gold treffen. Oh, das ist ja auch ein Slime. Den habe ich jetzt als einen Stein interpretiert. Hilfe! Oh, das ist fies, wenn die eins lohnt. Oh, das ist so fies. Ja, es reicht schon wieder mit Fledermäusen. Wie viele kommen denn da jetzt noch? Darf ich irgendwann dann mal wieder irgendwas anderes machen, außer Fledermäuse schlachten? Großartig. Da ist der Abgang immerhin. Das ist gut. Das ist 8 Uhr, somit kein Problem. Wow, cool, 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 cool. Und noch eine... Okay, ich mache erst den kaputt. Wie, der ist immer noch im Leben. War das ein anderer? Nö. Okay, hier gefällt es mir, hier gefällt es mir, hier gefällt es mir. Selbst wenn wir es nicht mehr schaffen sollten. Das hat sich sowas von gelohnt. So, beim letzten Mal in dieser Tasche war Kohle drin. Was ist diesmal drin? Kohle. Überraschend. Okay, und dann hinten noch die Kiste. Was ist da drin? Kupfer. Ja, Kupfer ist jetzt so ein bisschen... nicht ganz so spannend mehr. Aber egal, wir gehen runter und haben dann jetzt noch ein bisschen Zeit, um den Ausgang zu finden. Mal wieder eine Geode gefunden. Oh, das sieht nach einem längeren Level aus hier. Natürlich ungünstig. Ich hoffe zumindest mal, dass wir da halbwegs schnell durchkommen. Und dass am Ende des Levels... Oh, perfekt! Cool, dann kann ich in aller Ruhe... Was heißt in aller Ruhe? Ich kann mich hier noch ein bisschen auf Ressourcensuche begeben. Der Mäus ist nervig. Natürlich super, diese Glassachen, die ich dann halt einfach wegschlagen kann. Mit dem Schwert. Aber hier ist ja anscheinend überhaupt nichts. Bis auf Fledermäuse. Ist da in der Mitte irgendwas Spannendes? Es ist 11 Uhr, ich weiß es, ich weiß es. Jede Menge Kisten. Ich will da irgendwie schon hin, ja. Und wenn ich morgen todmüde bin, mein Gott, dann gehe ich halt ins Bad. Aber das... Gott. Das dauert viel zu lange. Ich hoffe, ich schlafe jetzt nicht zuvor ein. Das geht ja nochmal drumherum. So, jetzt sind wir gleich da. Das ist gut. Und jede Menge Kisten, die mache ich einfach mal ganz brutal kaputt. Ich ignoriere die Sachen hier. Da ist Gold drin. Nee, Sepp. Scheiße. Es ist viel zu spät, es ist viel zu spät, es ist viel zu spät. Okay, ich gehe zurück. Oh Gott, wird das eng. Wenn ich einschlafe und irgendwo anders spawne, ist mir das relativ wurscht. Ja? Ich will aber... Was ich sehr gerne erleben würde, ist, dass ich noch rechtzeitig eine Etage runterkomme. Oh Gott, ist das weit weg. Oh, das war ein Fehler. Falle ich um 1 Uhr nachts schlafen oder bin ich dann nur total müde am nächsten Tag? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es sowas von gleich sehen. Ich bin schon mal nach 1 Uhr ins Bett gegangen.
gut, ist halt so. Mein Gott. Überstunden und so. Komm, hier runter. Okay, Aufzug aktiviert. Wir haben ein tolles Schwert gefunden. Großartig. Crystal Dagger. Okay, cool. Probieren wir mal anders aus. Wir fahren nach oben. Und ich habe gerade gesehen, dass ich die Anzeige des Aufzugs erweitert hat. Also es geht noch weiter runter anscheinend. Großartig. So, jetzt ist die große Frage, kommen wir noch rechtzeitig nach Hause, ohne dass wir einschlafen? Ich beeile mich. Wir machen keinen Ausflug mehr ins Community Center. Eine halbe Stunde, 20 Minuten haben wir noch. Das wird jetzt ein bisschen spannend. Also bis um 2 Uhr schaffen wir es nicht. Ich hoffe, dass wir es bis um 3 Uhr schaffen. Wir sind immerhin auf unserem Gelände. Das ist ja schon mal... Oh, wir schlafen ein. Sehr schön. Also wir sind zum ersten Mal auf dem Weg unterwegs eingeschlafen. Ich bin sehr gespannt, was am nächsten Tag passieren wird. Wir haben aber auf alle Fälle ein Level Up beim Mining und wir dürfen uns jetzt aussuchen, ob wir Miner oder Geologist werden. Das heißt, wir bekommen nochmal plus 1 Ore pro wie auch immer. Rain, weiß ich nicht, wie man es übersetzt. Die Chance für Gems ist häufiger. Tja. Ich finde das mit Ore fast eigentlich interessanter. Ich meine, Gems ist es auch nicht schlecht, aber ich meine, es ist nur die Chance und da kriegen wir relativ viele Ressourcen. Deshalb bin ich das eigentlich ganz cooler. Ich nehme Miner. Combat, genauso. Sind wir Fighter oder sind wir Scout? Als Fighter kriegen wir mehr Damage, aber als Scout eine höhere kritische Trefferchance. 50% Critical Strike Chance ist 50% höher. Das ist ja fast... Immer diese Entscheidungen. Aber eigentlich fühle ich mich als Fighter schon ganz cool. Ne? Wir machen mehr Damage und halten mehr aus. Finde ich doch nicht schlecht. Komm, das ist doch nicht schlecht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.